dieser 50-jährigen Opereigeschichte sehen wir, an der ja maßgeblich von Dr. Müller beteiligt ist, die etwa zwei Jahren in einem kubistischen Kaffeehaus in Prag. Interessanterweise, Tschechien ist indirekt vertreten, nämlich durch den Dirigenten der polnischen Produktion. Und da haben wir beschlossen, eine Ausstellung in Wir haben jetzt Hat er mir vorgelegt, dass er schwarz ist.